So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Norman dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Curses gegen Lance. Uff. Beides ja, nicht die schnellsten Decks. Absolut nicht. Und Lance kann schnell sein, Curses auch. Aber die Chancen stehen, glaube ich, sehr gering. Ja, aber wirklich. Es ist, ja, sehr, sehr strange Konstellation. Auf der anderen Seite, Lance jetzt hier mit neuem Spielzeug wie Ursa Saga. Und anderem Kram. Ist, glaube ich, ganz geil. Die große Preisfrage ist, kann Curses hier nicht einfach auf eine möglichst schnelle Hand Mulligan? Also wir haben beide Mulligan genommen. Mm. Oh, Lance sogar auf 5. Nee, nur auf 6. Okay. Okay. Swamp Go. Nicht der explosive Start, den ich gedacht habe. Nee. Tiger. Was sind Black Border Triggers? Ja. Waren die Englisch? Nee. Oh, immer diese Budget-Spiele. Das sind, glaube ich, Deutsch. Black Border. 2 Stück davon. Ja. Wasteland. Das halt Punching Fire ist nicht so wichtig. Nö, eigentlich total irrelevant. Ich glaube, da wurde gerade ein Dark Red gezogen, wenn ich es richtig gesehen habe. Dark Red, Liliana of the Lost. Last Hope, ja. Mit der Zeit? Ja, je nachdem, wie schnell Lance hier Punishing Fire online kriegt, kann das natürlich schnell oder weniger schnell gehen. Grundsätzlich ist es jetzt nicht schlecht. Ich glaube, Milden braucht man hier nicht. Nee. Dafür ist die ja nicht in dem Deck drin. Nee, die ist wirklich schon für den Plus drin. Und sagt dann, eine Kreatur, die nicht existiert, kriegt -2/-1, richtig? Richtig. Ja, sehr cool. Crop Rotation? Okay. Mhm. Also beide Decks müssen hier absolut keine Interaktion wirklich befürchten. Wenig. Also Lance, also reaktive Interaktion, vielleicht mehr von Lance tatsächlich als von Curses. Ja, absolut. Aber Curses ist, glaube ich, auch relativ abgesettet. Man hat die Edicts, die dem Gegner opfern lassen. Yep. Man hat Ensnaring Bridge und Khan, die halt dafür sorgen, dass der Gegner nicht mehr angreifen kann. Und Lance möchte ja mit dem 2020er gewinnen. Oder halt Construct Tokens. Mit einer Menge Construct Tokens. Ja. Oder in diesem Fall sogar noch mit Field of the Dead. Field of the Dead. Field of the Dead natürlich auch ziemlich cool. Da ist auf jeden Fall noch ein Wasteland. Ja, gerade mit der Exploration kommt man halt so schnell auf die Länder für. Ja. Zwar mal eine Punishing Fire. Nee, Loom. War ein Fetchland da? Nee, da war die Tiger, die eben in die Crop Rotation reingeflogen ist. Oh, yo. Okay, jetzt kann man Tiger Wasteland, Punishing Fire, die Lily, go. Theoretisch. Ja, theoretisch. Man hat halt immer noch keinen Groove. Das heißt, die Punishing Fire kommen aktuell nicht wieder. Yes, correct. Da ist das Wasteland jetzt. Es ist die Frage, legt man dann City? Ensign Bridge. Das ist natürlich Mainboard nicht das, was der Landspieler sehen möchte. Nee, vor allen Dingen, weil der, glaube ich, Mainboard damit gar nicht zurechtkommt, außer mit einem Land. Blast Zone. Der Rest macht nichts. Ja. So, dann sind wir wieder auf 3 Marken. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ja, hier wird gedredged. Dagdoof. Oh, Guruland. Ja, das ist halt. Dagdoof und Guruland, das ist halt so unglücklich. Das Dagdoof hätte ein bisschen früher kommen müssen. Ja, und das könnte jetzt halt echt lange dauern. Jo, wie man vielleicht auch schon an der Videolänge sieht. Ja, also wir wollen ja jetzt nicht spoilern. Oder? Nein. Ist die Frage, ob man hier nicht trotzdem einfach Life from the Loam macht. Ja, Life from the Loam, sich das Dark Depths sucht, aber ja, okay, Interaktion in zur Form von Blood Moon kann man keine befürchten. Wird ein bisschen rumgefingert. Mm. Da kann man einfach mal Wasteland und dann, ja okay, dann kann man immer noch Loam spielen. Ne? Ja. Einfach nur, um auch 2/3 Karten zu hitten. Ja, das macht schon Sinn. Ja, stimmt. Man hat darf noch 2 Länder droppen. Ja, dann kann man auch einfach den Forest. Wenn jetzt so meine Ideen. Das gute Guruland. Ja, jetzt ist die Frage. Zum Budget-Spieler. Ja, man muss halt echt keinen Blood Moon befürchten als Landspieler. Der ist halt sonst auch immer relativ relevant. Ja, aber der 2020 macht halt jetzt aktuell halt effektiv genau gar nichts. Ja, das stimmt auch. Also, das Curses 20 Handkarten bekommt, das sehe ich nicht. Ja, das hat man nee, auch die Late Game Chalice gezogen. Ja, ist der Klassiker. Damit man so richtig Spaß am Spiel hat. Also, wir haben auch einen Curse auf der Hand.
Es ist der Curse für 5-Mana-Curse auf der Hand, aber auch die 5-Mana-Curse. Ich wollte gerade sagen, da würde ich, die würde ich einfach auf 2 slammen. Weil dann sind die Punishing Fire raus und richtig. Das Loam. Richtig. Ja. Würde ich, glaube ich, End of Turn als Landspieler Wasteland. Einfach nur um. Dann kann man da auf 4 gehen? Ja, würde ich einfach mal. Oder man lässt es. Man lässt es, okay. Ist halt die Frage, ob man jetzt einfach. Ja, okay, man kann natürlich auch auf Field of the Dead gehen, dafür brauchen wir dann die unterschiedlichen Länder, ne? Ja, das stimmt. Dann ist das Wasteland hinzuschmeißen halt. Schlecht. Ah, ist ein Dark Doof. Da ist ein Dark Doof. 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Länder. Ich glaube, als Curses hat man nur eine Handkarte, so wie es aussieht. Sieht nach 2 aus. Ist zu lang für eine. Punishing Fire auf der Hand. Interesting. Ja, ist halt jetzt die Frage, was da beim Lens generell noch viel passiert. Wenn der müsste, wenn dann die Blast Zone haben. Dann könnt ihr was machen. Ihr kann eine Crop Rotation ziehen. Ja. Was jetzt auch ganz witzig ist, wenn man jetzt aufpasst, kann man jetzt halt noch schön die Länder dann gleich verdoppeln. Mit dem Feed of the Dead, wenn man genug Länder zieht. Aber es sieht nicht so aus. Ich frage mich auch, warum man hier nicht mehr dredged. Ich glaube, der Dredge wäre hier einfach so viel besser. Ja, okay, wofür? Blast Zone, mehr Länder. Ja, aber Chalice auf 2. Achso, stimmt, kann man nicht spielen. Nee, das funktioniert nicht. Da. Was war da passiert? Wurde in Sudden Edict gespielt. Achso, einfach nur um die Hand zu clearen, ja. Damit man nicht über die 2 geht, weil man will runter auf 2 gehen können, wenn Zombies kommen. Ja, das kann man so auch. Ja. Dann hat man geklärt. Dann 6. geht man auf 6 Marken. Ich glaube, hier muss man man kann gar nicht japanisch fallen. Nee, die Chalice auf 2 war halt jetzt echt gut. Es ging Lands generell ziemlich, ziemlich gut, das stimmt. Ja, die einzige Gefahr ist jetzt halt noch wirklich eine Crop Rotation auf das Blast Zone. Mhm. Die muss dann aber auch erstmal eine Runde brauchen, um auf 3 zu gehen. Aber dann die Runde danach räumt die halt auf. Ja, und zwar alles. Aber dann müsste man die jetzt haben. Ja, stimmt. Das dann nicht nach Ding aus. Nach einer Crop Rotation aus. Schwierig. Aber hier wurde was gefunden. Da wurde was gefunden. Da bezahlt man 3. Ah, das ist dieses Landfall Exil, die oberste Karte vom Deck. Du kannst dir die Sonde casten, wenn nicht, machst du Schaden. Malakut irgendwas, ja. Ja, Exploration meine ich. Dann kann man geht der auf Plus, auf 7. 7. Und nächste Runde ist die dann. Ja, sagt man hier weg mit Ulti? Ja. Ich denke auch. Das würde ich safe wegsacken. Da wurde ein Sumpf kopiert, damit man noch ein unterschiedliches Land hat. Ja, einfach, wenn man es kann. Da sind wir mit Life in the Loam. Das ist natürlich jetzt kein Draw, den man haben möchte. Nee, das ist kein Draw, den man haben möchte. Da kommt ein Curse of Misfortune. Mhm. Bisschen spät, Brudi. Ja, okay, der kann halt jetzt trotzdem, das macht man halt einfach Overkill. Ja. 17, 16, dann ist die Frage, dann würde ich sogar, glaube ich, die Lilly noch... Plussen. Da würde ich die, glaube ich, plussen. Entweder plust man die, ja, okay, oder man knallt es halt. Geht wahrscheinlich Ulti einfach nur aus Sicherheitsgründen, um Ulti zu machen. Ja, dann hat man den Token auf jeden Fall und bekommt dann die 2 Zombies und dann, ja... Schöne Token von Token 2 MTG. Ja, wenn schon keine Matte von Token 2 MTG diesmal da liegt. Nein, eine Trader-Matte. Wir sind Community. Oh, ja. National 2019. 2018. Und eine schöne Ultra-Pro-Matte. Ja. Top 16, der gute Florian, genau wie ich. Ja, jetzt ist halt die Frage, was dengelt man sich da? Ja, ist halt... Oh, das ist gefährlich. Bei Mulhandgarten ist das total... Ja, plus halt langsam sicher super irrelevant. Ja, der wird jetzt gleich zu einem 1-1er. Richtig, der keinen Effekt hat. Also, das ist jetzt relativ Bims. Ja, das ist, glaube ich, auch ziemlich over. Das glaube ich. Dann hat man den Trigger. Aber man sieht es halt noch nicht. Man will halt auch wissen, wie es funktioniert. Weil gerade wenn man noch nicht gegen Curse gespielt hat, finde ich es vollkommen legitim zu sehen, wie das Deck überhaupt irgendwie agiert und spielt und gewinnt oder verliert. Ja, jetzt würde ich aber auf jeden Fall dort Weiße holen. Mhm. Ja, ich auch. Einfach weil ansonsten der Reclaimer halt einfach aktiv ist und was suchen kann. Ja, da passiert dann jetzt halt auch nicht mehr viel. Aktivierte Fähigkeiten sind ja ausgeschaltet, also sind Mana oder Loyalty Abilities. Yes.
Humility-Effekt, ja, da wird auch gerade, glaube ich, gescoopt. Ja. Ja, da wird gescoopt. Alles klar. Dann Sideboard. Ja. Sideboard. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Lance hat einiges an Artefakt-Verzauberungsmovil drin. Ja, muss es. Ja, alleine gegen Bloodmoon und ähnliches. Curses hat 5 Sideboard-Karten. Ja, effektiv 5 Sideboard-Karten, wovon alle Creature-Removal sind. In diversen Formen und Farben. Also nichts, was man boardet. Nee. Du hast die Sack-Effekte im Mainboard, du hast keinen Sack-Effekt-Sideboard, du hast die Fear of Annihilation, die kannst du theoretisch eine reinnehmen. Das ist einfach ein Fling im Sideboard, habe ich gerade gesehen. Was zum Arsch? Das ist einfach ein Fling im Sideboard. Und von der Kreatur fügt Schadenspunkte der Angriffsstärke zu. What the fuck? Einfach hier, nimm meinen 2020er. Nimm ihn ins Gesicht. Ja, okay, ne? Hinter einer einzelnen Bridge funktioniert das. Ja, absolut. Vor allem, wenn man mit Prioritäten arbeitet und der Gegner einfach nicht dazu kommt, das Ding zu swarmen. Stimmt, ja, halt Prioritäten. Sven hat das ja immer instant. Ja, und es sind Kosten. Das heißt, wenn der Gegner auf den Spell reagieren will, ist der 2020 schon längst weg. Ist schon weg. Das ist nicht dumm. Ja, das kann wehtun. Ja. Das tut ein bisschen weh, ja. Das tut cool, auch im übertragenen Sinne weh, aber die Idee ist wirklich witzig. Ja, gefällt mir auch. Das ist auf jeden Fall ein Punishing Fireland und ein Punishing Fire. Das hat eben gefehlt. Ansonsten hätte man die Lilly besser handeln können. Ja, aber auch nur bis die Chalice kam. Uff, was passiert denn da jetzt? Schon wieder so ein langsamer Start. Und die, okay. Schon wieder so ein langsamer Start. Ja, und ein ziemlich krasser Start von Lance, aber irgendwie macht das einfach nichts, was Lance da spielt. Nee, das macht jetzt Punishing Fire dich andauernd. Noch nicht mal wirklich, weil dem fehlt die farbige Quelle. Oh. Boop. Okay, ich sehe nur das Punishing Fire. Ich weiß nicht, was das andere von der Handquelle ist. Ich gerade auch nicht. Curse of Misfortune. Ja, da muss man das Land noch für tappen. Uff. Das ist gut. Das ist eigentlich ziemlich gut. Also das ist eigentlich ziemlich schnell over, wenn man da wenn da jetzt nicht noch kann. Groß was passiert. Was ist das? Ist das das Fling? Ah. Das wird auch reingebeutet haben, wird das aber. Ja. Aber das ist wirklich die Frage. Uff. Okay. Da wird 3 3 wird getappt. Ist das ein... Ah! Sehr stark. Song of the Dryad. Macht das Ding halt einfach mal zum Forest. Ja. Wichtig hierbei, man selber kontrolliert die Verzauberung. Man verzaubert nur jemand anderen. Das bedeutet aber nicht, dass man die Kontrolle darüber abgibt. Deshalb bekommt hier der Curse-Spieler den Forest. Mhm. Lustig daran, er bekommt halt ein Forest, ein Land, ohne dass die City of Traders dabei drauf geht, weil man bei City of Traders was spielen muss. Mhm. Finde ich sehr, sehr cool. Das ist einfach Interaktion, die hast du sonst fast nicht. Klar, immer wieder beim Commander-Spiel, aber ansonsten ist das so selten, dass du solche Aktionen an Bord siehst. Dafür liebe ich einfach Legacy. Ja, da war zum Beispiel auch kurz die Frage, glaube ich, was passiert jetzt, wenn man den mit der Thespian Stage kopiert? Tatsächlich wird die Thespian Stage zu der Verzauberung. Und da es eine Aura ist, muss sie dann ausgerüstet, verzaubert werden. Ja. Das heißt, man kann mit der Thespian Stage ein Curse of Misfortune kopieren und der wird automatisch an den Gegner oder an sich selber equipped. Oder man kann das halt, wenn man den Song of the Dryad auf zum Beispiel einen Emrakul gemacht hat, Kriegt man einen Emrakul. Richtig. Was ganz witzige Interaktion ist, bisher habe ich bisher nur einmal zugesehen, wie ein Titan, also ein Primeval Titan übernommen wurde damit. Wow. Dann war es meine Thespian Stage Primeval Titan 6-6. Kann zu anderen Ländern werden. War das dann immer noch ein Land? Ja, ich glaube ja. Dafür müsste ich die Thespian Stage mal genauer lesen. Ja, ich weiß gerade auch nicht. Aber so ein Shenanigans, ne? Es ist großartig. Es ist einfach großartig. Es ist einfach nur witzig. Kann hier natürlich mit 6 Marken schwierig zu handeln. Vor allem, ich meine klar, Punching Fire kann man machen. Mhm. Gibt dem Gegner halt 2 Leben, der Shit. Jedes Punching Fire gibt dem Gegner 2 Leben. Ja, das ist... Und das sind halt Sachen, die man nicht machen möchte. Aber ich glaube, die man machen muss. Das ist jetzt halt die Frage. Und vor allen Dingen, das tut so weh. Uff. Also wenn jetzt hier irgendwie ein Soul Land kommt, ist halt der Khan auch schon durch. Oder ein Darkrid. Minus 2. Selbst mit Punching Fire geht man den maximal auf 2 runterprügeln. Ja, genau. Das mit wäre dann Handkarte. Over. Also... Auch hier, es ist so krass, wie nah Curses dran ist zu gewinnen.
Ja, ich glaube, jetzt hängt es einfach nur an dem Land. Ja. Also das kann man Kahn ja auch so. Ja, das funktioniert mit Kahn. Problem ist, da geht man mit Kahn natürlich auch immer erstmal ins Minus. Ja, und man verliert das andere Land dabei. Man verliert das andere Land. Das heißt, man müsste eigentlich schon Ritt haben. Ja, dann hätte man das Land nicht mehr gebraucht. Naja, dann hätte man das Land nicht mehr gebraucht, einfach um den... Da kommt ein Ensnaring Bridge. Bridge natürlich auch sehr, sehr gut, einfach nur, um sich schon mal abzusetten, damit nichts passiert. Ja, dann kommt der Landfall, der geht drauf, gib ihm. Feuerfrei. Ja, auch echt nicht so verkehrt. Lance könnte hier jetzt natürlich zwei schießen. Das ist die Frage, müsste eigentlich sogar schon. Ich denke auch, weil dann kann man in seinen eigenen Zug gehen und kann wieder zwei schießen. Boah, wird man Ghost Quartet? Ne, man hat kein rotes Land drin, kein Standard. Nee, kein Kacke. Okay, hier kopiert man irgendein Land. Ein Grove. Einfach nur, damit man öfter mehr Grove. Für Punishing Fire, damit man einfach... Ja. Das gleich. Plus ein rotes, ein Leben an Curses, zwei Schaden. Das sind dann... Ja, 21. Schönen Würfel drauf gesteckt. Richtig. Dann noch ein Leben und Punching Fire wieder weg. Ne? Juhu! Okay. Gut. Und dann geht man in Turn. Damit hat man Kahn verloren. Damit hat man Kahn verloren, ja. Das ist so krass, wie schnell so ein Lance-Spieler da halt auch mal was das Board langsam sich hat. Ich meine, klar, es ist jetzt schwierig durch Ensnaring Bridge, aber er hat so viele Threads schon überlebt. Man fräst sich so schnell dann durchs Deck und das ist jetzt die zweite Thread, die man überlebt hat. Das ist schon ordentlich. Das ist wirklich gut. Sylvan Library. Library ist hier auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, die macht das ganze Spiel jetzt. Man könnte hier auch einfach überlegen, ob man den Curse co-squattet. Ja, stimmt, ist ja ein Forest. Ja, aber ich glaube, das sollte man hier nicht tun. Naja, suchst ja einfach nur einen Swamp raus und zweifelsfalls mal sogar immer. Genau. Man nimmt hier 2 Damage. Wofür 2 Damage? Das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht um sich doch Ghost Quarter offen zu lassen, aber wofür? Dann hätte man auch. Boah. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Krass. Mehr Land? Ja, 4 Länder. Ich habe eine Trinity-Sphäre gesehen, die ist nicht so relevant mehr. Nee, nicht mehr, aber die macht halt die Punishing Fire jetzt richtig madig. Ja, ist halt ein Mana mehr, was du zahlst, ist schon krass. Schon ein Mana mehr und dann wird wieder... Es kein Leben gegeben, um das Punishing Fire zu holen. 2, 3... Das ist das Fling! Ja, das ist Fling. Und der hat das vor mir versteckt, der Arsch. Es ist vor allem nicht nur das Fling, es ist auch gleichzeitig eine Festwind Station on Board. Und ich glaube, das war ein Ding, hier wird richtig... Da wird sich gegönnt. Ja, okay, natürlich. Ist halt auch viel Schrott auf der Hand, ne? Ja. Das ist ein Force of Vigor. Ja, Force of Vigor kann hier halt richtig schnell sein. Gerade auch mit dem... Auch hier Lance wirklich, wirklich knapp davor, einfach zu gewinnen. Ja, mit einem Schlag. Die Sylvan Library reißt jetzt raus. Oh. Jetzt hat man Urborg. Das ist die Frage, will man das überhaupt spielen? Ja. Leyline? Leyline. So, Leyline. Auch die ziemlich gut gegen Lance, gerade gegen die Punching Fire Sachen. Ja, Punching Fire und Loam. Und Loam, ja. Genau. So, und jetzt ist halt die Frage, was macht Lance? Okay, man holt sich das wieder. Punishing Fire auf die Hand wieder zurück. Jetzt haben wir schon 24 Leben. Ja, gleich geht das nächste Würfel da hoch. Jai. Was haben wir da? Valakut? Tropic? Tundra? Hier könnte man einen coolen Trick machen. Tundra? Du kannst 2 Karten nehmen, 4 Leben bezahlen. Kannst das Valakut spielen, ein Land spielen, Landfall-Trigger, suchst das andere Land, spielst das andere Land. Das ist auch eine schöne Art, das Ding zu clearen, meiner Meinung nach. Es hat mal halt auch nur noch 4 Leben. Ne? Zum Glück macht der Curses-Spieler keinen Direct Damage. Doch. Wenn er oben. Wenn ja, er oben, wenn der richtige Curse kommt. Wenn der richtige Curse von oben kommt, ist hier Ende. Und zwar direkt. Ja, stimmt, in der Upkeep, ne? Trigger auf den Stack. Ja, Trigger auf den Stack, bist du. If. Yes, der, dann Landfall. Landfall, dann kann man den Trigger oben wegclearen. Geht drauf, dann möchte man den spielen. Landfall. Loam. Ja, das Loam lässt man im Exile und schießt einen Schaden. Genau.
Ja, die Valakut, also die Exploration da, die ist halt auch, boah. Ist cool, es ist wirklich cool. Und es pingt halt oftmals den nötigen Damage, den du dem Gegner gibst. Ja. Und ihn damit über 20 pusht. Ja, und da gerade dadurch, dass die Spiele von Lance meistens sehr lange dauern, ja, ist das halt einfach ein Out. Es sind absolut zwar immer nur einen Schaden, aber oder manchmal zwei, drei. Mit einer Exploration hat man ja auch manchmal zwei, drei Land-Drops. Und da kann man auch mal Länder in den Friedhof gehen lassen, mhm, um zwei Schaden zu machen. Also ist schon gut. Das ist schon richtig sexy. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist natürlich jetzt die Frage, wie weit versucht man jetzt noch ein bisschen Power rauszuhauen? Ich glaube, hier sagt man einfach, ich würde auch Go sagen. Ich würde noch nicht mal Wastelanden. Nee. Weil Wasteland ist eine Option. Ja, aber man muss auch im Hinterkopf haben, dass man immer noch die Option hat, das Field of the Dead zu ziehen. Und man hat nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mit man das Wasteland gerade reicht. Würde gerade reichen. Würde gerade reichen. Wäre es nicht besser gewesen, das Urwok zu nehmen? Um den mit einem grünen Mana liegen zu lassen. Ich meine, die Chance ist da, dass Schwarz Verzauberungszerstörung spielt. Ja, der Song of the Dried kann auf einmal weg sein. Es gibt ja Feed the Swarm, aber... Ja, Feed the Swarm kann das Deck wahrscheinlich auch spielen. Theoretisch, ja. Je nachdem, was für eine Meta man halt hat, ja, kann man halt wirklich spielen. Ja, und ich denke halt, dass das hier auf jeden Fall damit gerechnet wird, was auch verständlich ist. Library zeigt... Crop. Oder ist das eine Exploration? Zwei müssen draufgelegt werden, ansonsten ist man tot. Ich glaube, es war eine Exploration. Nee, eine Crop wurde hier geteilt. Das heißt, man kann End of Turn, Crop, Copy... Und dann... in dem eigenen Zug den mit einem Force of Vigor das den Weg frei machen. Force of Vigor auf Weg frei machen und flingen. Huf. Funktioniert mit dem Mana, das liegt komplett. Ja. Das ordentlich. Das ist krass. Das richtig ordentlich. Vor allen Dingen, du hast ja keinen ETB, der triggert. Das heißt, du legst den Token hin und zackst den weg und knallst ihm den Gegner ins Gesicht. Ja, du musst aber an dieser Stelle tatsächlich Feuer angreifen. Ja, an der Stelle schon, klar. Du musst vorher noch die. Du musst den auf 4 Leben runterkriegen. Das damit du ihm 20 ins Gesicht bügeln kannst. Genau, genau, weil es sind halt aktuell. Ja, wobei du hast die Punishing Fire liegen und die Valakut Exploration. Also die 4 Leben kriegst du auch noch aus dem Gegner raus. Ja, wenn du das denn möchtest. Ich glaube halt, es ist trotzdem etwas, wo man sagt, ey, muss das sein. Ja, da ist jetzt die Frage, da ist, glaube ich, eine Last Hope. Irrelevant? Ja. Irrelevant, ja, definitiv. Oh, Ancient Tomb. Das Ancient Tomb. Okay, hier wird reagiert. Aha, für 3, ja, kommt die Crop Rotation. Ja. Crop Rotation, den Forest. Mhm. Wahrscheinlich ist Ghost Quarter genommen. Ich hatte eins von den Grooves genommen. Die können ja noch cool werden, aber ja, der Ghost Quarter macht halt hier genau gar nichts. Stimmt. Der cycelt nur Länder durch. Richtig. Da haben wir dann das Dark Doof, dann Copy Dark Doof. Wahrscheinlich. Natürlich, wenn jetzt hier ein Edict kommt, dann guckt man ein bisschen in die Röhre. Deswegen kann es auch gut sein, dass man hier einfach langsam angeht. 3. Ja, be patient. Also Lance-Spieler sind nicht bekannt dafür, sehr, sehr aggressiv zu sein. Dann wären sie Depth-Spieler. Stimmt. Ich habe hier 20 in dein Gesicht. Bist du tot? Ja, okay. Gut. Genau das. Ja, aber auch hier wieder kein Landfall, richtig? Bis jetzt mal noch nicht. Ja, okay, man kann sich halt auch keine extra Karten ziehen oben von der Bibliothek. Das heißt, wenn da oben Schrott liegt, liegt da Schrott, ne? Scrap müsste gemischt haben. Stimmt. Und ich glaube, da ist... Ja gut, hier wird man wahrscheinlich was Land spielen für den Landfall. Ein Land scheint ja auf der Hand zu sein. Ja. Ich glaube, das ist sogar die Blast Zone, ne? Ich glaube, es ist der Barbarian Ring, aber ich bin gerade nicht sicher. Scheint hier auf jeden Fall... den überhaupt noch? Versionen ohne die Ursachsager spielen den noch. Wenn man Ursachsager spielt, spielt man die Pirate Spellbomb oder so. Ja, die Rode. Die Rode, die zwei Schaden schießt.
Ja, da kommt ein Landfall. Trigger, will man eine Crop Rotation holen? Boah, eigentlich schon. Warum, weil sie auch wieder Landfall gehabt? Ja, auf der anderen Seite könnte man dann halt schon mit den Leben. Boah, ich glaube, das würde ich tatsächlich machen. Ich würde die durchgehen und würde damit eine Blast Zone holen. Mhm. Würde Blast Zone Landfall triggern, schauen, ob ich ein Land ziehe. Und die Blast Zone kann Ende des Zugs auf 3 hochgehen. Und kann danach richtig was abräumen für 3. Mhm. So ziemlich alles bis auf die Leyline. Deshalb, ich glaube, das ist mächtig genug. Die Frage, ob man es gerade sieht oder ob man irgendwie versucht, sich selber mit den Handkarten in Marit-Lage zu bauen. Mhm. Weil man hat ja auch noch das Force of Vigor auf der Hand. Ja genau, was man halt auch spielen könnte. Man könnte dann auch sagen, okay, wie gesagt, End of Turn, Force of Vigor. Da geht man auf 23. Interessant. Da wurde es nicht gemacht. Was hat man da jetzt gezogen? Curse, glaube ich. Oder wird gezählt? Wow. Ja. Das ist doof. Also aus der Sicht heraus war das jetzt dieses, entweder hat der Gegner was oder man hat gewonnen. Ja, man kann hier einen 20-20 machen. Ja, ja, den muss man dann nur wegopfern. Oh, es war so knapp. 21 ist so knapp. Ja. Uff. Dann noch plus die Lilly. Kann man irgendwie einen Schaden schießen? Ja, einfach nur mit Punishing Fire. Punishing Fire schießt einen Schaden. Genau einen. Ah, dafür hat man es. Doch, man hat es Mana, glaube ich. Ja, ich glaube, man hat es Mana, den 20-20er zu machen. Es hat man die. Hat man eine grüne Handkarte, damit Force of Vigor eins weniger kostet. Man braucht Force of Vigor nicht. Ach stimmt, du gehst einfach her und... Du gehst hin, machst jetzt den 20-20, gehst in die Abgib, enttappst alles, fling, Punishing Fire. Ja. 22 Damage. Ja, oder du machst halt einfach Force of Vigor. Und schepperst dem Gegner einfach das... Kannst du nicht, du musst die Kreatur opfern. Du gehst da her und machst mit Force of Vigor einfach den Curse kaputt. Hast du den Curse und den... Ja, okay. Und die Bridge. Und jetzt ist der Weg frei. Ja, dann kann man auch ein 20-20 machen. Kann dann zuhauen und kann danach flingen. Ja, das geht auch. Ist aber nicht so sexy wie unter einer Brücke und einem Curse mit dem Tod auf dem Stack zu gewinnen. Mit dem Flingen auf dem Stack. Das ist schon knapp. Aber schön. Also das hier sieht man halt, wie ist man das wirklich sich wieder reincrawlt. Ja, es ist halt jetzt, okay, der Gegner hat, du hast halt jetzt genau die Punishing Fire, musst ja noch nicht mal das Fling zeigen. Ja, ja, und dann hast du noch das Punishing Fire und dann Jochoi. Ja. Da brauchen wir auch gar nicht mehr groß zu überlegen, weil das hat sich gegessen. Ja, 302 Damage Stich. Ja, und Piu. Ja, da war sogar noch ein Edikt-Effekt. Ja. Da waren wir zuvor ehrlich. Ja, hat man wahrscheinlich gewartet, bis man ausgetappt war die ganze Zeit. Ja. Sehr cool, 1-1. Mhm. Spannend, richtig spannend. Das war sehr, sehr schön. Spannendes. Habe ich so gar nicht erwartet. Ich habe tatsächlich mit wesentlich weniger Interaktion zwischen den Spielern erwartet und wesentlich mehr Fast-Pace. Beide Spieler können auf wesentlich schnellere Hände mulligen. Ja. Und einfach all-in gehen, weil... Ja, Problem ist, gerade bei Curses hast du halt auch so dieses, du nimmst meistens, was du kriegst. Weil Mulligan ist beim Stompy-Tech immer so... Ja, das stimmt. Und wenn du eine okaye Hand hast, hältst du die eigentlich lieber als eine meh 6er Hand zu kriegen. Ja, das stimmt. Bei Lance weiß ich es gar nicht. Also ich glaube, Lance hat eigentlich ziemlich solide Hände. Ja und nein. Lance zieht erstaunlich wenig Länder. Ja, das stimmt allerdings dafür, auch. Dafür, dass es so viele eigentlich hat. Chill ist auf 0. Chill ist auf 0. Dark Red, Bridge. Ja. Okay, wenn jetzt ein Force of Vigor ist natürlich dann so 2 für 3. So. Ja. Aber da ist auf jeden Fall auch ein Mox auf der Hand. Also es hat was gehittet für 0. Das funktioniert. Jeder kriegt ein Land, ein Mana. Schon wieder. Und wieder eine Exploration. Jo, wieder Exploration. Alle 3 Runden Exploration. Der Traum eines Landspielers. Ja, ist halt so ätzend, wenn du dem Gegner, also gerade gegen Lance, wenn du dem Lance-Spieler Ramp-Up ausspielen willst, dann kannst du ja mal probieren. Der hat Ramp auf 0 und auf 1. Hm. Das ist halt so. Ja, ich glaube, der 0er-Ramp ist schon besser.
weil einfach sehr viel schneller in der ersten Runde was macht. Ja, da vor allem jetzt hat man 0 und 1 weg. Da wäre die Frage gewesen, ob man nicht in Turn 1 Chalice auf 0 und Chalice auf 1 knallt. Ja, ist man aber so auf Curve und ich meine, wenn man schon für 0 macht, muss man den wahrscheinlich auf 1 knallen. Ist die Frage, ob man ihn getopdeckt hat. Das stimmt. Deshalb. Ja, Caracas, solide Karte, aber total sinnlos. Ich glaube, da ist kein legendäres Artefakt drin, was zu einer Kreatur werden könnte beim Curses-Spieler. Man könnte seinen eigenen Lage bouncen, damit er nicht zerstört wird. Wow. Ja. Ja, ansonsten. Zwar meiner Library war das letzte Mal schon ziemlich Library macht jetzt strong. Halt viel. Ja, vor allem, wenn man halt so viel Leben hat, man weiß, der Gegner greift nicht an. Ich glaube, da war ist noch eine Trinisphäre. Zieh mal kein Land. Aua. Kurzbrech wieder. Das ist schlecht. Ja, hier würde ich einfach ungesehen... Alle nehmen. Puh. Ungesehen. Das ist aber echt schlecht. Ja, hier wird auch ungesehen. Also hier werden gesehen alle genommen. Das war beim Curses, glaube ich, aber gerade eben auch im Mulligan. Ja. Nochmal 3 Länder. Boah. Nee, 2 Länder und ein Live. Boah, jetzt halt noch eine Chalice auf 2 rauszuholen, ist halt schon echt schwierig. Ja, vor allem unter 3 Ports. Boah, jo. Der Landspieler kann jetzt theoretisch auch einfach hingehen und sagen, okay, du spielst einfach die nächsten 20 Runden nicht mit, während ich halt Magic spiele. Ja, klingt nach einem soliden Plan, ne? Ja, nächste Runde jetzt einfach beides wegporten, dann kann man... Blaston mit einer Marke, ist okay. Ja, Blaston kann man dann irgendwann mal, wenn man Bock hat, auf 3 ticken. Ja. Dann geht man beim Gegner. Jetzt bin ich gespannt, ob man hier auch den Trick anwendet. Man braucht ihn nicht anwenden, man könnte ihn anwenden. Mit Upkeep, Port ein, Drawstep, Port die andere Quelle. Ja, damit man eine 2 Mana hat. Damit man eigentlich genau 2 Mana macht und dann sagt, okay, wenn du beide targetst, habe ich mit beide Mana im Pool. Spart tatsächlich ein bisschen Mana, habe ich jetzt schon sehr, sehr gut gelernt. Und ich muss sagen, diesen Trick alleine zu lernen mit den Ports hat so viel gebracht. Ja klar, wenn der Gegner dann halt proaktiv tappt. Genau, hat man einfach 2 Mana preserved, die man dann immer noch benutzen kann. Ja, dann nee, hier wird einfach beides weggetappt. Ja. Ich glaube, den Wahnsinnsunterschied macht das eh nicht. Es könnte ein Fetus Swarm immer noch sein. Das ist Sorcery. Stimmt. Und kostet, glaube ich, 3. Ich meine, es kostet 2, aber das Einzige, was interessant ist jetzt tatsächlich als Instant, ist die hier jeder Spieler, Target Player. Also hier, Sudden Edict. Ja, genau. Hier wird eine genommen. Hier hat man aus dem Curse Disaster gelernt, dass Curses 5 Damage machen kann, sehr schnell. Mhm. Und dann wieder 2 Länder. Bam, bam. Das ist halt schade, wenn die Curse-Spieler, also wenn man da eine Runde den Spiel davor einfach nur patient gewesen wäre, hätte man das noch reißen können. Ja. Vor allem jetzt, das Krasse ist ja, jetzt tappt er einfach 3 Länder. Ja. Jetzt sind 3 Länder im Arsch. Und ja. Also da kann man schon froh sein als Curse-Spieler, dass man keine Trinisphäre liegen hat. Ja, das stimmt, stimmt. Das würde einen noch weiter rausnehmen. Aber das ist schon, das tut schon weh. Das ist, hier würde ich auch als Landspieler einfach knallhart sagen, okay, dann mach mal. Mach mal nix. Port. Gib ihm. Gönn dir halt mal gar nichts. Ja, hier wird jetzt auch überlegt, was man macht. Ich glaube, man hat noch Interaktion drauf, aber hier wird nur 2 geportet. Mhm. Okay, hier hofft man wahrscheinlich... Oh, ein Curse. Curse of Misfortune, ne? Da fehlt eh noch das Mana für, dann wird noch eine Marke draufgelegt. Jo, es ist halt... Nee, die wird kopiert. Oh mein Gott, jetzt die Chalice wegzukriegen. Sweet, weil sie ja keine Marken hat, weil sie nicht neu ins Spiel kommt. Sweet. Und da ist ein... Field of the Dead. Ja. Und dadurch, dass man dann wieder das frei spielen kann. Boah. Ja, das ist schon krass. Also gerade der Lance Spieler einen aber auch, ey. Ja, also Lance kann das. Hier nimmt man eine Karte. Oh, ja. Den Forest. Interesting. Scheint ja einfach nur um die Landdrops zu preserven. 1, 2, 3, 1. Oder um zu zeigen, wie viel Geld man hat. 2. Ja, das Problem ist, glaube ich, Field of the Dead triggert jetzt noch nicht. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6 Länder aktuell. Verschiedene.
Ja, Festival Stage und Ding sind dieselben, Ports sind dieselben. Stimmt, und Ding sind dieselben. Also theoretisch 1, 2, 3, 4, 4 Stück. 4 verschiedene Karten. Hier wird auch immer das Schwarz weggetappt. Ist natürlich jetzt schwierig, wenn man sich jetzt überlegt, dass theoretisch man jetzt auch dem Curse-Spieler was enablen könnte. Ja, wenn jetzt der, wenn jetzt ein Dark Red käme, könnte man halt den Curse of Misfortune spielen. Genau, Dark Red, Curse of Misfortune. Ich meine, da ist ein... Ne, das ist kein Ding auf der Hand. Mhm. Doch, Force of Vigor war die ganze Zeit. Force of Vigor, dann ein Life Melome und ein Crop Rotation. Ja, deswegen, da kommt man halt jetzt auch gar nicht mehr raus. Nee, ich glaube, das ist auch... Das ist gegessen. Da sieht man bei Field of Dead, das ist ein Landmarks, das ist eine Exploration. Ich glaube, da wird die Exploration genommen, ne? Der Mox. Oder? Doch, der Mox, ja. Tatsache. Ich hätte wahrscheinlich die Exploration genommen, nur um sie in den Figur zu pitchen. Da kommt, glaube ich, eine Crop. Jetzt schon. Krass. Und die holt keinen Dark. Doch, die holt einfach. Ja, kannst halt da dann hergehen, kannst gleich einfach den Marit Lage machen. Und ich meine, das, der Force of Vigor war ja, glaube ich, auf der Hand. Yes. Müsste. So, wie gesagt, wenn das ein Force of Vigor war, ich habe es nicht genau erkannt. Es ist ja immer wieder ein bisschen für uns ein bisschen schwieriger, genau zu sehen, was die Leute auf der Hand haben. Ist für uns ähnlich wie für euch Zuschauer auch ein Rätsel manchmal. Aber man hat ja auch gar keine Festpin-Stage mehr. Einen für dich. Lomen. Okay, das wurde crop rotated. Dann hat man die Festpin-Stage wieder. Ja, oder den Forest. Und, oder? Und oder, ja, man kann jetzt den Mox, dann kann man den Forest legen. Das hätte man noch nicht vorher, man hat kein Land auf der Hand. Auf jeden Fall kann man den Gegner jetzt für Nick, sollte man nicht für drei porten. Auch einfach für zwei porten. Ist jetzt natürlich wirklich die Frage, ob man jetzt nicht sogar das Engine Room tappt. Ja. Dann schaltet man den von drei Mana ab, anstatt von zwei. Ja. Was den Dark Red Play nicht machen würde, nachbarwachsen würde. Ja, yep. Und ein Sudden Edict frisst mal so oder so. Richtig. Deshalb. Also ich glaube, hier ist es intelligenter, jetzt die Länder zu switchen. Und Khan wäre egal, wenn der noch käme. Ja. Nee, wäre nicht. Sphere of Annihilation. Yo, stimmt. Sphere of Annihilation. Aber doch. Aber hier werden wieder beide Dinge beide getappt. Schwarzquellen getappt. So, und ich glaube, da kam auch einfach nur ein Mox. Ja, und dann hat man... Uff. Mox macht nur 4 Mana. Da wird eine Leyline reingekloppt. Da hat noch 2 Karten, glaube ich, auf der Hand. Ja, das eine ist ja die Curse of Misfortune. Genau, und das andere müsste ein Edikt sein, wenn mich alles täuscht. Ja, jetzt wird hier halt... Einmal der Dicke gemacht. Der Dicke gemacht. Ich mache mir mal... Und ich rufe den Dicken. Einmal Tentakelmonster. Und ich habe mehr Tentakelmonster. Dann gehe ich in meinen Zug. Da wird... Okay, kann wahrscheinlich kein Edikt auf der Hand sein. Das hätte man geslammt. Der Hager vielleicht, der andere, der ist ja Destroy-Target-Creature. Jo, stimmt. Der macht nämlich nichts. Ja. Jetzt haben wir die lustige Interaktion mit Life in the Loam und Sim Library. Zwei Karten und nimmt für den normalen Draw einen Dredge. Wodurch man die letzten unteren beiden Karten wegnimmt, die oberen beiden Karten in meiner Reihenfolge wieder oben drauf legt. Man kann das auch ändern, man kann auch erst dredgen und dann drauflegen. Wenn man die eine Karte vielleicht haben will. Genau, und das weiß man aber erst ab Turn 2 und es ist so weird, es ist wirklich weird. Also wenn ihr eure Judges, Local Judges abfucken wollt, dann spielt genau das. Generell Lance ist da so... Ja, Lance ist gut da drin. So gut da drin. Gut da drin. So, was haben wir jetzt... Da haben wir ein Live. Ja. Ich meine, das grüne Force of wäre auf der Hand. Dann hätte man das einfach nur geslammt. Weiß ich noch nicht mal. Der Gegner, der hat 23 Leben. Man muss ja mindestens zwei. Ja, aber dann hätte er ja das lang geslammt und angegriffen.
Da hat man Backup-Anlage gemacht. Backup-Tentakelmonster. Das sieht aber nicht nach einem Force aus. Oh, ja, dann... Go? Ja, dann kann man halt jetzt einfach die... Dings End of Turn machen, die... eine auf drei Marken setzen. Hier würde ich auf jeden Fall auch drei Länder wegtappen. Ja, kann man sich erlauben. Man hat keinen Yamiyawa liegen, das heißt, das Dark Depths tappt nicht für Mana. Nee. Ja, man kann jetzt hier einfach mal alles tappen. Ja. Ja, okay. Dann hat man noch ein schwarzes beim Gegner. Ja, der macht nicht so viel. Da ist noch ein Curse of Misfortune. Ja, der macht aber jetzt auch nichts. Naja, das ist. Nachdem Curses so zwei Spiele so schön gemacht hat. Das war das Haga. Das war das Haga tatsächlich. Dann hat man jetzt das eine Land mehr. Das ist ja im DFC. Ja. So krass. Also wie lange so ein Spiel halt auch einfach wird, weil eine Ancient Bridge nicht loswerden wird. Das ist schon... Das ist jetzt schon echt ein bisschen heftig. Jetzt wird auch gar nicht gedredged, wenn man einfach nur noch das Out sucht. Oder man weiß, dass man hat als Out ja eigentlich auf dem Board. Ja, stimmt. Man müsste einfach nur, das ist halt das Problem, man müsste eine Runde lang nicht porten. Ja, und wenn man dann vom Gegner den Frist von wegen Opfer eine Kreatur, jede Runde wird es schwierig. Vier Mana? Oh, es ist der. Ja. Auf der Hand, krass. Der bleibt im Exile, dann kommt der Dicke Schwing vorbei. Dicky. Dann... Ja, jedes Mal musst du zweimal zugehauen werden. Ja, das stimmt. Also ein bisschen zugehauen plus eins. Geben. Aber es ist ja noch nicht over. Da ist noch eine Dings. Ne. Abheb, Port. Wenn jetzt zum Beispiel nur diese Schwarzen geportet würden, kann man immer noch Bridge von der Top ziehen. Ja, einer ist noch drin. Das wird richtig gemacht. Ja, da wird auch schon over. Hochgedreht. Jo, das ist over. Das... Ist ein Dark Red. Dark Red ganz nett, aber es macht nichts. Nee. Zweins für Lance. Sehr, sehr cool. Ich finde, beide Decks haben sehr coole Shop. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao.